Moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Neofly 4 im Microsoft Flug Simulator 2020. In der heutigen Episode versuche ich mal schnell etwas Geld zu verdienen mit unserer ATR. Wir haben jetzt zwei Flüge damit gemacht, soweit in Ordnung. Ich möchte auch demnächst einen etwas längeren Flug machen, aber wir befinden uns ja noch in Bremen, müssen zurück nach Hannover und da würde ich gerne auf in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld verdienen und ob ich das hinkriege und wie wir das machen, zeige ich gleich. Vorher allerdings wie immer Business as usual. Wir fangen hier mal an. Wenn das Programm es zulassen würde. Na komm. Also, wir mussten ja die ganzen Flüge quasi rückgängig machen, haben keine Rückflüge mehr gehabt. Die letzte Folge. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir zurückkommen. Wir haben EDDW, EDDN, EDDH, EDDF, alles da, nur EDDV nicht. Ich sortiere nochmal danach. EDDW, ja, EDDV haben wir nicht. Also können wir eigentlich auch nach Bremen fliegen. Das machen wir aber nicht, es kostet uns alles mehr Geld. Also create ich eine Transit Mission und wir schicken Razor so zurück und die Longitude, die muss allerdings jetzt wieder los. Einmal nach Reward sortieren bitte, das funktioniert schon wieder nicht richtig, 1500 war das glaube ich entfernt. Da habe ich noch nicht ganz verstanden, wieso manchmal der das aktualisiert und manchmal nicht. Ich möchte nämlich eigentlich unseren Flug nach was ist denn das jetzt hier? Moment mal. Hier möchte ich hin. LPMA. Da, 1600. Achso, deswegen hat er das hier noch nicht mit drin. 1700. Meistens liegt der Fehler ja auf Bedienerseite. Aber auch das ist hier nicht drin. Mach mal 2000. Wir tanken mal. Vielleicht müssen wir das irgendwie machen. 6000 Dollar Sprit reingezapft. Machen wir die Minimal Distance mal hoch. Wo ist unser eigener Flug? Du bist doch in Hannover. Wieso findest du unseren Flug nach Madeira nicht? Ist mir unverständlich. Keine Ahnung, wieso... Ach, in Madeira gibt es kein ILS. Okay, das habe ich nicht gewusst. Dann... Passt das? Den Flug nehmen wir an. Und wir füllen jetzt noch den Rest mit Sprit auf. Toll, da wäre eine Warnung angemessen gewesen. 700 wieder raus, also ungefähr so. Kostet uns jetzt nur Geld. In der Hoffnung, dass der Rückflug dann mit drin ist. Also guten Flug. Und die Beechcraft, die ging ja immer nach... Was hatte die nochmal für eine Range? 1800, ja, die haben wir immer nach London geschickt, ne? So. Dann können wir das hier mal wieder auf, keine Ahnung, 800 machen oder so. Zack, zack, zack. Das auf 0. Nach Reward sortieren. London, der passt. Und los. Genau. So, wir stehen noch in Bremen. Jetzt wird's spannend. Und wir haben natürlich, finden jetzt natürlich spontan keine Mission, die uns nach Hannover bringt. Aber ich habe mir überlegt, wir gucken einfach mal bei den Waren rein. Und ihr seht das schon. Ich habe es schon mal eingegeben und ausprobiert. Wir können in Bremen Klamotten kaufen. Und diese Klamotten können wir in Hannover wieder verkaufen. Und das müsste doch eigentlich ein ganz guter Deal sein, meine ich. Und das probiere ich jetzt einfach mal aus.
Spannend ist halt nur, wir müssen extrem viel Geld investieren. Gucke ich als erstes mal, wie viel Geld haben wir? Wie viel Geld? Genau, wie viel Geld haben wir im Tank? Ich zapfe jetzt mal keinen Sprit raus. Wir nehmen Closes mit. So viele, wie wir reinkriegen. Also so. Das wären dann 290. Mehr kann man auch eigentlich nicht, also bräuchte auch keinen. Wir gucken trotzdem, oder ich in dem Fall. DDV. Close. 290 passen rein. Dafür müssen wir 556.000Dollar investieren. Würden dann aber 290 mal 230, also irgendwas um die 50.000, 60.000 Gewinn damit rausholen. Und wir können auch 290 verkaufen. Also Hannover würde 502 kaufen. Also mache ich das einfach. Zack, da geht die Kohle hin. 800 und 8.000 schreibe ich mir tatsächlich mal wieder auf. Vielleicht kriege ich diesmal hin, dass uns das nicht wieder in die Hacken schlägt. Zack. Eingegeben habe ich die Route schon. Hallo? Jetzt. Sorry. Für den Blank Screen. ATR ist ausgewählt. Wir starten in Bremen hier. Gehen dann auf die 27, drehen links raus. Liegen einen Wegpunkt an, nämlich Barsum. Wenn er das nicht alleine macht, dann geben wir den ein. Und drehen dann hier leider diese kleine Schleife. Wenn der Wind aus der anderen Richtung kommen würde, könnten wir sogar direkt hier. Dann wäre es nochmal deutlich kürzer. Wir landen auf der kurzen Bahn. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Laut Map soll das 14 Minuten dauern. Dann hätten wir in 14 Minuten plus die Hochfahrtzeit. Da achte ich jetzt auch gleich mal ein bisschen drauf, wie lange das dann wirklich dauert. Dann versuche ich das jetzt mal alles irgendwie ein bisschen zügiger zu machen. Okay. Also, los geht's. Und da sind wir auch schon im Simulator. Sound noch einmal anpassen. Traffic Injector habe ich gestartet, aber hier ist entweder nicht sonderlich viel los. Hier steht eine KLM City Hopper rum. Sieht wirklich cool aus hier mit der Bridge. Mal sehen, ob sie weit genug kommt. Also ich mag echt Premium-Szenerien in den Flughäfen, wenn das nicht mal alles so viel Geld kosten würde. Oh. Lufthansa. Okay. Also, wir müssen zwei Dinge vorher machen, bevor wir hier alles hochfahren. Das mache ich erstmal alles weg. So. Aircraft, wir machen natürlich unsere Türen auf. Wir sind ja heute eine reine Cargomaschine. Das heißt, keine Passagiere. Wir können uns also ganz entspannt zurücklehnen. Und beim Payload, da gucken wir jetzt mal, ob wir das hier rübersetzen können. 40% Sprit, das scheint mir richtig. Das prüfe ich gerade nochmal. Ja, das kommt hin. Und Payload fehlen 3000 Pfund. Gucken, ob wir. Ja, tatsächlich. Müssen wir es auf 100% machen, dann ist die auch schön voll. Hat er das jetzt hier auch übernommen? Passiert hier eigentlich was, wenn ich? Ja. Maximum Take-Up-Weight. Ah. Ah. Sind 18.600 Kilo. Total Max. Also Total und Max passt genau überein. Wenn wir alle vorher nochmal auf Toilette gehen, dann ist ein bisschen weniger. Load Aircraft. Naja. Nee, Passagiere haben wir nicht. Das haben wir jetzt so eingestellt. Ist in Ordnung. So, wir gucken uns unseren Flieger nochmal an. Ist schon auch eine kleine Frachtmaschine. Cool wäre, wenn man die so konfigurieren könnte, dass die dann tatsächlich hier hinten. Ups, wo bin ich jetzt da? Dass dann hier hinten keine Sitze wären. Da gibt es wahrscheinlich nicht ATR-Frachtmaschinen. Kann ich mir vorstellen, dass es das gar nicht gibt. So, Sicht Reset. Können auch mal hinten dann aus dem Fenster gucken. Ist auch sehr, sehr cool. Können wir nachher auch nochmal machen. Gut, so viel dazu. Das ist alles gesetzt.
dreimal weiß in Neofly. Dann mache ich jetzt mal Folgendes. Ich achte jetzt gleich mal drauf, die Aufnahme läuft jetzt seit genau 3 Minuten und ich fahre jetzt einfach mal das Flugzeug hoch und wir gucken mal, wie lange das dauert. Also Checkliste. Erst die Batterie. Ground Power 1. Ground Power 2. External Power haben wir zweimal gemacht. Fuel Pumps gehen 2 an. Die Logo-Lichter gehen an, die Navi-Lichter gehen an. DC Gens, alles in Ordnung. Emergency Light geht an. Wir können uns auch die beiden Sachen schon mal gönnen. Spielt eh keine Rolle. 5-mal Heating. Und Oxygen Fuel Supply. Hydraulic Pumps sind an. Die ACs sind auch an. Okay, dann rein in die MCDU. Execute. Dahin. Init. Init Pause. Last Position Sensor Init. Passt. Flight Plan. New Plan. Route. Von EDDB. Oh, diese Tastatur. Nach EDDV. Zack. Execute. Echo Delta Whiskey, wir starten auf der 2.7. Keine Transition. Nee, stimmt nicht. Return. Runway 2.7 über die Basu 1Z. And Transition Execute. Next Page. Delta. Delta Victor auf die ILS 27 links Z. Aber hier haben wir keine Execute. So, Plan Mode. Wir fliegen hier raus und dann ein kleines Stückchen weiter. Next, next, next. Basum, da ist die Discontinuity. Die klären wir raus. Von Basum geht es schräg rüber. Erstmal executen. Dorthin, da drehen wir dann und fliegen da drauf. Perfekt. Haben wir. Dann Performance, Transition Altitude. Wir sind und bleiben in Deutschland. Performance Init. Cruising Altitude mache ich 12.000. Das ist schon fast ein bisschen hoch, ne? Sind wir da zu hoch? Ist das zu hoch? Wir nehmen mal 9000 Fuß. Alternate Echo Delta Delta. Na, wobei, wenn was ist, fliegen wir zurück. Auf 6000 Fuß über der Transition Alt. Das passt. Weight, Zero Fuel Weight. Haben wir gelernt. 16,9. Fuel on Board ist nur ganz bisschen. Der Rest passt. Trim 1.2 ab. Trim setzen. Zack. Zack. Und das passt auch alles. Das passt auch alles. Execute. Performance execute. Execute müssen wir nicht, ne? Okay. Dann Performance. Accepting Takeoff Data. Dann hat sich hier auch der Cut gebildet. Das ist in Ordnung. Trans-Alt, Cruise-Alt, alles gesetzt. So, Confirm Takeoff Data haben wir gemacht. Surf Button. Transponder. Machen wir an. Wir stehen ja hier vorne. Der bleibt auf Auto. Das ist auch in Ordnung. Das kann weg. So. Sekunde. Schlecht vorbereitet. Mal wieder. Dann holen wir uns einfach schon mal die IFR Clearance. Ground Delta, Mike Kilo 42 IFR to Hanover ready to copy. Delta Mike Kilo 42 is cleared to 20 haben wir tatsächlich. Departure frequency is 125 decimal 1 squawk 0322.
Delta Mike Kilo 42 cleared to Hanover Airport as filed. Takeoff runway 27 climb and maintain 5000 feet. Departure on 125.1 squawk 0 tree 22. Gut, also. Altbares Setting haben wir. Power Management Selector ist Takeoff. Flight Director Verify on. NAV. IAS haben wir gemacht. Ultipilot Altimeter haben wir gesetzt. Speed Mode. Dichtkern so 145. Wetterradar braucht man nichts. Schönes Wetter. Idle Gate ist Pulled. Trim ist Set. Cockpit Preparation Checklist complete. Pushback and Engine Start Checklist. Aircraft. Wir machen die Türen zu. So viel Zeit muss sein. Beacon geht an. Seatbelt Signs sind an. No Device Sign ist an. Engine Start Selector AB. Und wir starten Engine Number 2. Wir warten. Dann holen wir uns in der Zeit die Taxi. Delta, Mike Kilo 42 with Sierra ready to taxi IFR. Delta, Mike Kilo 42 taxi 2 and hold short of runway 27 using taxiway Alpha Charlie Hotel Foxtrot. Contact tower on 120.33 when ready. So, das hier ist was anderes. Das war der Flug hierhin tatsächlich. Taxiing hold short runway 27 via taxiway Alpha Charlie Hotel Foxtrot Kilo 42. Alpha Charlie Hotel Foxtrot. Also hier und dann. Macht ja Sinn. Okay, haben wir. Spirit Ryan. Oh, wer kommt denn da? Wes. Bin noch nie mitgeflogen, muss ich gestehen. Keine Ahnung. Auch echt nicht so viel Ahnung von denen. Ist eigentlich ganz spannend mal. So, starting engine number one. Hier gucken. Hier gehen wir schon mal einen höher. Hier kann auch Sprit rein. Der will doch jetzt hier nicht etwa raus, wenn der seinen Dings zurückfährt. Wir sind jetzt hier dran. Und Sprit rein. Der geht gleich weg. Bremen Ground, Sundair 48, November, ready to copy IFR clearance to Epicratus. Ground Power, aus. Ground Power, aus. Ground Power, weg. After Start Checklist, Ground Power aus, Engine Starter Switch zurück, Anti-Eis brauchen wir nicht, Flaps 15. Flaps 15, Wheelchocks weg, Cockpit Door lassen wir auf, ist ja keiner an Bord. After Engine Start Checklist completed. So, ich gucke auf die Uhr. Wir haben 8,5 Minuten gebraucht bis hierher. Wheelchocks sind raus, die Parkbremse geht raus und Sichtreset. Parkbremse geht raus und wir rollen hier. So. Also das ist echt okay. 10 Minuten, knapp. Ich glaube, ein bisschen schneller würde es noch gehen. Wobei, wenn man einen richtigen Flugplan hätte, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber für einen Airliner ist das schon in Ordnung. Ich würde behaupten, inzwischen bin ich mit einem A320 ähnlich schnell. Ist dann immer die Frage.
was einem einfach mehr Spaß macht. Das wollte ich damit sagen. Also die ATR finde ich gerade richtig cool. Es kommen wahrscheinlich deswegen auch erstmal ein paar mehr Neofly-Videos. Bei Pilots Live V2 bin ich ja gerade bei United angekommen. Da arbeite ich mich gerade so ein bisschen rein. Flieg viel mit dem Babybus. Also ich versuche dann immer die entsprechenden, die haben ja nur Boeings, aber dann den entsprechenden Pendant von Airbus zu nehmen. 18, 19 habe ich noch nicht. 20, 21, die drei habe ich. So, wir wollen nicht zu schnell werden. Was die Ground Speed? Und die 19. Das ist okay. Sicht Reset. Ist ein bisschen laut, ne? EATC. Ich drehe den mal raus. Wobei, wir halten es jetzt noch aus bis zur Start-Freigabe. Wir sind ja hier im Norden. Müssen wir uns auch von 5 die aussprechen. Ja, mal sehen, wie lange der Flug jetzt dauert. Ich würde sagen, wir drehen hier. K23 steht hier. Also rückwärts DALS-Geschichte fliegen. IFR-Training. Das können wir jetzt nochmal checken. Das ist in Ordnung. Map Mode, Takeoff Config Test. Gut. Landelichter. Strobes. Zack. Gastlock. Das ist alles richtig. Power Management, Takeoff Transponder. Das habe ich schon angemacht, stimmt. Analyze ATC Clearance. Hat er jetzt erwartet, dass wir da hinten stehen? Fahren wir noch ein Stück zurück. Immer vorsichtig mit dem Bremsen sein. Besser nicht bremsen, sondern einfach nur ein bisschen leichten Vorschub geben. Bin ich ja mal gespannt, ob er da vorne uns den Trigger dann gibt, um die Startfreigabe zu holen. Da, 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 da. Was ein schöner Tag zum Fliegen. Witzigerweise verhält sich die Maschine ganz anders als im letzten Flug. So, jetzt aber. Auch nicht. Da höre ich doch was. Und schon die nächste. Fahre ich nochmal ein bisschen näher ran. Vielleicht sind die Holding Points hier einfach ein kleines bisschen weit weg von der Bahn. Das hatte ich auch noch nicht. So, nächster Versuch. Hier geht's. Bremen Tower Delta, Mike Kilo 42 ready for departure runway 27 IFR to Hanover. Delta Mike Kilo for 2 altimeter tree 0.27 wind 217 at 10. Cleared for takeoff runway 27. Cleared for takeoff runway 27 Delta. Packen Sie gut raus, leichter Schub. Klappen sind gesetzt.
Na gut. Dann schauen wir mal, wie wir das hier hinkriegen. So, bis zur Notch. Huch. Das ist sowas von blöd. Ich höre da kein Geräusch. Das ist so ein bisschen nervig. 70, 80, 80 Knots. So, ein bisschen runterdrücken die Nase. Zieht schon wieder vorher hoch. Nicht zu viel Höhe. Wir drehen links bei. Fahr weg, geht rein. Und Autopilot geht an. Ja, ich habe kopiert. So, der geht jetzt hoch auf 145 hoffentlich. Genau. Das heißt, ich nehme die Geschwindigkeit jetzt noch mal ein bisschen höher auf 160. Dann können gleich die Klappen rein. LNAV funktioniert. 160 erreicht, Klappen rein. After Takeoff Checklist, Autopilot. Stimmt, Landing Gear. Yep, Flips up, Engine Anti-Eis brauchen wir nicht. Power Management geht auf Climb. Yaw Damper sind an. Und die Landelichter lasse ich jetzt auf der Höhe einfach komplett an. Die ganze Zeit. Da kann ich es auch nicht vergessen. Dann kann ich immer behaupten, es sollte so. Okay, so. Range ein bisschen erhöhen. Da ist schon Basum. Hier werden wir 9000 Fuß erreicht haben. Da ist der Flughafen. Und wir fliegen mit 200 und ein paar 290 Paketen Klamotten, die in Bremen hergestellt werden. Das sind bestimmt diese Schiedwetterklamotten. Und in Hannover braucht man die unbedingt. Und wir kümmern uns jetzt um diese wirtschaftliche Lücke, die bisher niemand abdecken konnte. Das ist jetzt unser Ding. Gucken, ob wir von Hannover irgendwas finden, was wir nach Bremen schleppen können. Dann können wir das ein paar Mal machen. Ich weiß gar nicht, weiß das jemand von euch, wie schnell resettet sich denn so ein... also der nimmt ja jetzt oder hat ja nur 294 Klamotten in Bremen. Wann und wie oft wird da das quasi neu gemacht? Weiß ich nämlich nicht. Einmal am Tag oder so? So, DW78 ist unser nächster Punkt. 5000. Jetzt gib mir mal eine neue Altitude, liebe ATC. Achso, müssten wir uns erstmal melden. Okay. Center, Delta, Mike Kilo, 424,900 feet. Delta, Mike Kilo, 42 Bremen Center Altimeter, tree 0.27. Continue to base him this plan. So, ich drehe das jetzt raus, die ATC. Der hätte mir nämlich jetzt eine neue Höhe geben müssen, hat er nicht gemacht. Wir wollen ja auf 9000 hoch. Und das machen wir jetzt einfach dann von Hand. IAS-Mode, Nase geht hoch. Er drückt die Geschwindigkeit auf 217, da steigen wir zu langsam. Das heißt, ich mache eine Climb-Geschwindigkeit von 170. Wollen ja auch Höhe gewinnen. Ja, also ich hätte jetzt fast behauptet, wir können das als One-Taker machen, aber ich glaube, so spannend ist das jetzt nicht. Ich climb jetzt und dann ist da gleich wieder der TOD und dann gehen wir wieder runter. Und ich würde sagen, wenn wir den ILS fangen, diesmal wird es ja wohl hoffentlich klappen, dann melde ich mich wieder und bis dahin machen wir einen kurzen Cut. Bis gleich. Und hier sieht man ihn schon, Flughafen Hannover,
unsere Homebase. Beiden schönen. Die ist wirklich überproportional lang für so einen Flughafen. Weiß ich nicht, wieso sie die hier noch reingeklatscht haben. Ich würde auch nach wie vor immer noch gerne wissen, was das hier für komische Querlinien sind. Ja, wir sind auf dem Wiener Glide Pass. Hier wird es natürlich ein kleines bisschen komisch. Ich überlege, ob ich das von Hand fliegen soll. Also er will da so eine komische Schleife fliegen. Ist mir nicht ganz geheuer. Ich gebe mal Klappen 1. Wir müssen auf jeden Fall... Wir machen das jetzt mal anders. Wir machen das mal von Hand. Wir wollen ja Geschwindigkeit. Also VS-Mode. Wir sinken jetzt mal mit 2000 Fuß die Minute. Müssen wir mal aufpassen, dass wir jetzt nicht zu schnell werden. Deswegen fahre ich das Fahrwerk schon aus. Das bremst uns schön. Und Heading drücken wir mal drauf. Dann gehen wir in den Heading Mode und drehen uns ein kleines bisschen nach links. So, 2500 habe ich eingestellt. Ich werde jetzt hier also so eine kleine Kurve fliegen. Das heißt, ich kann hier auch schon auf und den Kurs drehen wir auf 270 sein. So. Müsste das passen. Hannover ist hier. Wir behalten den schön im Auge. Und ich werde dann gleich hier bei kurz vor Odin drehe ich dann rein. Wir haben hier auch schon den Glide Pass. Wir sind also noch zu hoch. Bis 2500 sinke ich runter. Dieses Geräusch macht einen absolut wahnsinnig. So. Approach Phase ist schon aktiviert. Der Diamant kommt hoch. Wir gönnen uns aber noch einen kleinen Moment, damit wir hier jetzt nochmal vernünftig drehen können. Wenn der hier oben anschlägt, drehen wir uns rum. Und wenn wir dann auf dem ILS sind, machen wir die Final Configuration und dann passt das. Achso, der zeigt sogar hier an, obwohl wir da keinen... Aha, auf der gedachten Linie. Wind kommt jetzt von hinten, kommt also dann von vorne. So, und wir drehen uns rein. So, wir sinken nicht mehr, also Geschwindigkeit rein. Kleines bisschen in den Endanflug und dann drehen wir uns gleich komplett rein. Sehen wir das irgendwie, wie viel wir davon quer sind? Ne, nur hier anhand dieser... Oh, ich würde sagen... Jetzt. Da kommt er auch schon. Eieiei. Bisschen zu früh oder passt es? Oh! Ich würde sagen, gültiger Versuch. Um mal den Klaus zu zitieren. Direkt auf die Marke. So, wir werden etwas langsam. Okay, so, Approach. Localizer. Glide Slope, jetzt erkennt man es gerade nicht. Da ist der Diamant. Das passt, dann sind wir... Ja, ich habe irgendwie... Ist das kein DME? Localizer DME? Ich habe gar keine Entfernungsanzeige. Ne, hier auch nicht. Scheint so zu sein. Das hier sind 5, dann sind das 10. Wenn wir den Glide Slope gefangen haben, setzen wir die anderen... Klappen.
Ich gucke nochmal in die Final Approach Checklist. Klappen fehlt uns, Speed fehlt uns, ILS fehlt uns, Autopilot aus und so weiter und so fort. Fehlt uns alles noch. Das ist okay. Ein Localizer haben wir jetzt. Glide Slope Star. Ist auch alles in Ordnung. Super. Super, mal eben schnell ein bisschen Kohle gemacht. Und beim Trading spielt es ja im Grunde überhaupt keine Rolle. Wir müssten... Gibt es eigentlich irgendwie so eine... Oder hat einer so eine besonders gute, schöne Short-Trading-Route? Oder hat vielleicht mal rund um Hannover mal ein bisschen die Flughäfen abgeklappert? Was ist denn so eine... Was ist denn so ein Quick-Win? Würde ich dann mal mitspielen wollen. Will die Longitude kaufen. Das ist gefühlt das einzige Flugzeug, was richtig Gewinn macht. Aber wenn wir hier... Ich kann ja schön viel einladen. So, Glide Slope ist catched. Dann klappen... Und Klappen 3. So, die letzten Klappen sind ja allgemein dann natürlich auch die, die einen ordentlich Widerstand schenken. Gucken. Was sagt uns der Computer? VAP 104, also ist unser Ziel 109. Schwierig, eine richtige Position zu finden. Ich werde gleich mal was versuchen. Es könnte natürlich ins Auge gehen. Ich versuche es trotzdem. Ich stelle mir die Kamera mal so ein. Und gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Wind kommt straight von vorne. 19 Knoten, aber direkt von vorne. Das ist easy. Geschwindigkeit. Ja, ja, ich habe es schon gesehen. 109 war das Ziel. Also ich habe hier gefühlt für 30% Schubhebel zwischen 5 und 10 mm auf meinem Schubhebel. Das ist sehr, sehr, sehr... schwierig einzustellen. Irgendeinen Grund muss es ja haben. Ah, der Flugsimulator spielt hier einfach... Der spielt hier seine Stärken aus. Sind wir wieder ein bisschen zu schnell. Noch 13 Knoten von vorne. Ah, wir sind jetzt bei 1000 Fuß. Ich mache jetzt den Autopiloten mit Absicht. Ich würde ihn jetzt ausmachen. Die ATR fliegt sich extrem nice von Hand. Wir sind schon wieder zu langsam. Aber ich will nochmal gucken, ob ich einen schönen Screenshot hinkriege. So ist das mit der Costa übrigens passiert, ne? 500. Wollte einer irgendwie nochmal ganz kurz irgendwem irgendwas zeigen. Aber wir machen das. Kein Problem. So, der Wind hat gedreht. Der kommt jetzt straight von die Seite. Oder habe ich das vorhin noch falsch gesehen? 200. Autopilot ist aus. 50, 40, 30, 20. Kommen wir ein bisschen später rein, ist aber nicht so schlimm. 10. Transporter from dispatch. Nice landing. Go to the parking and put your parking brake on. Reverse. Oh Gott. Was war das denn? Contact ground for your parking assignment, then shut down your engine. Zieht der mich hier nach links rüber? Uiuiui. Klappen gehen rein. Ja, wenn man so eine Späße macht, ne? Aber der Wind war dann plötzlich auf einmal verschwunden und dann haut er mir nach links ab. Minus 66. 3 XP Bonus. Na, wir brauchen ja 20.000 oder so, da helfen die 3 auf jeden Fall.
Schub ist wieder in Neutral. Ja, und so besonders war das Bild jetzt auch nicht. Ich wollte ein schönes Bild fürs Thumbnail machen, aber das war im Grunde. War im Grunde Quatsch. Nee, wir müssen hinter die Markierung, sorry. Oh, hier ist aber richtig was los. Schaut mal. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Parkbremse geht rein. Die Lichter gehen aus. Das geht aus. Das geht aus. Wetterradar und Terrain on ND haben wir ja gar nicht angemacht. Parkbremse geht wieder rein. Ich hole mir jetzt keine Erlaubnis, sondern ich fahre. Wo steht denn diese DHL-Maschine immer? Hier irgendwo. Da fahre ich jetzt hin. Denn wir sind ja heute ein Frachter. British Lufthansa. Hier ist richtig schön. Hier mag ich's. Okay, hier noch lang. Air Cargo Hannover, genau. 2627B. Und hier stellen wir uns hin. So. Wo ist die richtige Checkliste hier? Taxilichter aus. Der ist gepusht, der kommt wieder rein, die kommt wieder rein. Und falsch, dann gehen die Engines aus. Beziehungsweise ich fahre die mal nur so in den Halbmodus hier runter. Oder machen wir sie aus, wenn man sie aus. Zack. Schöner kleiner Flug. Gut. Okay. Das war's. Drohnenmodus. Also, was haben wir hier? Eine Lufthansa, eine British Airways, Sun Express, TUI. Hier steht noch eine British TUI Air France. Freebird Air France Hop. Corendon und Smart Lynx. Hier ist ja noch mehr los. Und eine Türkisch. Wahnsinn. Kommt sogar halbwegs hin. Glaube ich, von den Parkpositionen. Lufthansa parkt eigentlich immer an Gate A. Da dürfte... Was machen die Türkisch da? Ist da ein Quatschen? British an Terminal A kann ich mir jetzt irgendwie nicht so richtig vorstellen, insbesondere nach dem Brexit. Aber gut. Okay. So viel dazu. Dann springen wir nochmal rüber. Und... kaufen. Unsere Closes. Verstehe ich jetzt nicht. Closes. So. 290. Sell. Yes. So, aufgeschrieben habe ich mir 808.000 und 860 haben wir jetzt. Ja. Bin ich nicht unzufrieden. Hat mehr Geld gebracht als der letzte Flug. Und ging auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen schneller. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wenn ihr Ex-Hannover richtig coole Handelsrouten kennt. Das würde mich total interessieren, da würde ich mich extrem drüber freuen. Und dann würden wir die mal ausprobieren. Ansonsten würde ich jetzt in den nächsten Flügen mal mit der ATR unsere Hubs abfliegen. Ich denke, wir sollten definitiv mit der ATR nach Innsbruck. Die muss dahin. Das wäre für mich Nummer 1. Und dann können wir mal gucken, dass wir uns irgendwie... Ja,
So, Norderney haben wir. Haben wir auch einen, ja? Dann kann ich mich. So, den hatten wir ja, glaube ich, nur gemacht für. Genau, ja. Für unsere Cessna, genau. Können wir auch mal wieder rauslöschen. Und auf Madeira waren wir ja noch gar nicht. Das ist jetzt die Frage. Da kommt aber die ATR auch nicht hin. Zumindest nicht ohne Zwischenstopp. Na gut. Ist nicht so schlimm. Nehmen wir ein anderes Flugzeug dahin. Wir können mit der Cessna nach Madeira, aber ist vielleicht auch ein bisschen wahnsinnig. Könnt ihr ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Beziehungsweise, ob ihr gute Ideen habt, sehr gerne auch. Wenn ihr Ziele habt, wo ich hin soll, dann mache ich das sehr gern. Die ATR macht gerade sehr, sehr viel Spaß. Und apropos ATR, dann nehmen wir die auch als Abschiedsbildchen. Moment, so. Lufthansa und British im Hintergrund. Ist ja fast noch das schönere Bild als das, was ich während der Landung gemacht habe. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Fly safe, always happy landings, wie immer. Bis dann. Tschüss.